Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind wieder mal hier auf der wunderschönen Alpenmap Neumiedebrunn und da gab es ein kleines Update. Und zwar sind wir jetzt in der Version 1.0.2.1 und da würde ich heute ganz kurz drauf eingehen wollen, bevor wir dann loslegen. Und zwar schreibt der Autor, zunächst einmal ist kein neuer Spielstand nötig. Das freut uns immer. Das ist immer schön, wenn alles, was man bis dahin schon erspielt hat, auch weiterhin so ist. Und das ist wohl so. Also zumindest habe ich jetzt hier, nachdem ich ja dieses installiert habe, nichts festgestellt. Ansonsten gibt es jetzt im Baumenü ein großes und ein kleines Ballenlager. Das schauen wir uns mal an. So, da gehen wir dann hier ins Baumenü und zwar unter Silos. Da findet sich jetzt hier unten finden sich zwei Hörmannhallen und die dienen jetzt als Ballenlager. Wir sehen das. So, wir stellen das mal hier hin. Jep, da haben wir nämlich hier vorne einen Trigger und da können wir also wohl Ballen abladen und da hinten gibt es dann auch einen Entnahmetrigger. So, die Halle kostet uns 30.000 und ja, ist nicht schlecht, hilft, würde uns auf jeden Fall helfen, hier dann mit Ballen zukünftig zu arbeiten. Im Moment arbeiten wir ja noch mit dem Ladewagen, da komme ich gleich dazu. Und hier gibt es dann noch die große Halle mit 192.000. Und ups, da müssen wir ein bisschen weggehen. Und da sieht man auf jeden Fall auch hier vorne einen Trigger zum Abladen, beziehungsweise nicht zum Abladen. Das ist der Trigger zum Einladen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ja, das sind auch wieder unsere Rehe. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass, ah, da ist er. Hier ist dann ein Trigger, mit dem wir die Ballen abladen können in der Halle. Würde eben dann auch, so, im Prinzip ist es diese Halle hier, glaube ich. Ja, ja, im Prinzip ist es diese Halle. Und dann könnten wir das also hier auch benutzen. Außer, Augenblick, jetzt muss ich gerade mal schauen. Nicht, dass ich irgendwas hier verpenne. Nee. Da ist natürlich die Halle, ist jetzt hier ganz normal unsere normale Halle. Da hat sich nichts geändert. Nicht, dass das jetzt hier unsere Ballen oder die Möglichkeit besitzt, hier die Ballen einzulagern. Das wäre natürlich schon schick gewesen. So wie hier auch unser Charlie ganz schicker und braver ist, ne? Ja, ist ja schön, ist ja schön. So, okay, das wäre also ein Teil gewesen, die neuen Hallen. Zum anderen kam eine neue Bodentextur hinzu. Auch das werden wir uns mal ganz kurz anschauen hier im Baumenü. Schwupp, 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 Landschaftsbau und Malen. Und hier soll also eine neue Bodentextur dabei sein, Betonplatten. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das hier ist, ob das hier eine Betonplatte ist oder ob das hier damit gemeint ist. Aber muss auch sagen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe vorher noch nicht groß gemalt. Wir haben hier noch nicht groß gearbeitet und gebaut. Aber auf jeden Fall muss hier eine neue Textur dabei sein. So, dann wurden die Beleuchtungseinstellungen gefixt und Schalter für Reklametafeln entfernt. Okay, muss ich jetzt sagen, muss ich jetzt gestehen, ist mir nicht aufgefallen, habe ich auch nicht darauf geachtet. Aber so schreibt es der Modder und dann wird es dann wohl auch so sein. Aber das Schöne ist definitiv, dass wir keinen neuen Spielstand benötigen und dass wir hier weiterhin also wunderschön auf unserer Alpenmap spielen können. Ist das nicht toll hier, das Panorama? Da ist auch wieder der Ballon unterwegs. Da oben fliegt was. Sehr schön. So, und hier will ich nochmal kurz darauf zurückkommen. Hier in der letzten Folge haben wir hier unseren Pöttinger abgegradet. Haben den Alpin noch irgendwas? Augenblick, muss ich mal reinschauen, wie der heißt. Alpin. Den Boss Alpin 251, den haben wir in Zahlung gegeben und haben uns dafür den nächstgrößeren Ladewagen besorgt, den Faro 4010. Und damit lässt sich natürlich schon deutlich besser arbeiten. So, apropos arbeiten, kommen wir mal hier ein bisschen zur Arbeit. Ja, da oben ist wieder der Flieger unterwegs. Wir kommen zur Arbeit und zwar für heute habe ich mir gedacht, lasst mich mal schauen. Nee, hier falsches Menü. Lasst mich mal schauen. Und zwar haben wir, glaube ich, noch einen Ernteauftrag. Den würde ich gerne heute machen mit euch. Aber das werden wir mit unseren eigenen Gerätschaften durchführen. Also werden wir den Vertrag mal akzeptieren. Und das Feld, ups, das Feld Nummer 23. Wir waren schon mal dort in der Nähe. Und zwar hier Feld Nummer 23. Wir waren hier oben schon mal Feld 21. Da müssen wir dann hier unten durchfahren und hier über die Brücke. Und so kommen wir dann am besten zu dem Feld. Das machen wir jetzt gleich. Und da schnappen wir uns doch hier den Kollegen. Oh je, oh je, oh je. Aber ist egal. Der soll jetzt hier noch mal ein bisschen arbeiten. Ja, der Tank ist auch noch ausreichend voll. Legen wir also los und bringen den Kollegen zum Feld. So.
Ja, kommen wir hier gleich rum? Oder müssen wir hier noch ein bisschen... Na, na, okay, das passt. So, Dele, Freunde. Ja, jetzt müssen wir wieder gucken, wie wir am besten durchkommen, weil Wirtschaftswege als solches haben wir dort nicht, wenn ich richtig weiß. Jep. Okay. Ups. Sehe ich da richtig? Der hält tatsächlich hier auch vor dem Zebrastreifen. Löblich, löblich, löblich. So, der schnellste ist er ja nicht, der Kollege. Und ich habe so den Verdacht, dass hier gleich was um die Kurve geschossen kommt. So, hier, ah, da ist er schon, da ist er schon. Okay. So, da müssen wir jetzt lang und dann nach der Unterführung müssen wir rechts rüber. So. Im Moment passt das noch. Wir haben hier leider keine, doch, wir haben, oh, sorry, sorry, Rundumkennleuchte. Oh, jetzt müssen wir wieder ein bisschen rüber. Und jetzt wird es natürlich spannend. Kommen wir hier durch? Oder haben wir gleich Gegenverkehr? Sehr schön. Aber da kommt was, oder? Nee, da fährt weg, der Rote. Aber hier müssen wir jetzt rechts abbiegen. Und dann hier rüber, ja. So, da haben wir aber Glück gehabt. So, und jetzt geht es hier hoch über die Brücke. So, auch eine sehr schöne Idee von dem Modder. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen, jetzt weiß ich nicht mehr, das letzte Mal waren wir da mit unserem Kollegen. Ah, da kommen wir gerade rüber. Ja, ihr seht es schon. Also ein größerer Drescher mit größerem Schneidwerk, da wird es dann schon ein bisschen kritisch. Im Moment kommen wir mit dem hier noch sehr, sehr gut überall hin. Aber dann brauchen wir auch natürlich einen Schneidwerkwagen. Aber die Frage ist ja, hier bei diesen schönen kleinen Feldern, kleinen bis mittleren Feldern, kommen wir eigentlich hier mit dem Kollegen noch ganz gut zurecht. So, und das ist das Feld, Feld Nummer 23. Ja, sehr gut, dann fahren wir gleich mal unser Vorgewende. Ups. Genau. Und wie schon mal in der Folge, Ernte mit Aussicht. So, hier können wir jetzt wieder ausschalten, die Rundumkennleuchte. Da haben wir hier wieder eine fantastische Aussicht, weil wir ja hier ein bisschen weiter höher gelegen sind. Jep, wunderbar. So, jetzt schauen wir mal, da vorne, das müsste dann jetzt schon mal gerade gehen. Dann können wir da, glaube ich, schon mal den Helfer losschicken. Und auf der anderen Seite haben wir ja erst 18%. Nö, wir können eigentlich noch hier ein bisschen arbeiten. Bevor wir dann unseren Abfahrer holen. Und ich glaube, wir müssen mit dem Material zum Bauernmarkt, wenn ich noch richtig weiß. Aber wir werden es finden, gar kein Problem. Und an der Stelle nochmal die Frage, beziehungsweise... Schreibt mir es doch mal in die Kommentare. Wir haben ja in unserem anderen Projekt Big Farm festgestellt, dass es Probleme gibt mit dem Ballenladewagen bzw. mit dem Ballensammelwagen und dass er beim Abladen dann wild durch die Gegend fliegt und meistens das Fahrzeug umgeworfen wird. Also im Endeffekt liegt es nicht daran, dass wir die Maximalanzahl der Ballen erreicht haben, sondern definitiv, also ich kann es jetzt einfach nur so sagen, mit dem letzten Content-Update. Und da würde es mich mal interessieren, ob ihr dieselben Erfahrungen gemacht habt, denn ich werde definitiv jetzt diesen Sammelwagen, mit dem ich eigentlich immer gerne arbeite, den werde ich jetzt, ups, er ist nicht unten und runterlassen, werde ich jetzt höchstwahrscheinlich dann doch verkaufen müssen in unserem anderen Projekt. Und jetzt tue ich mich natürlich hier auch ein kleines bisschen schwer, weil wir hatten hier auch schon mal eine Mission mit einem größeren Feld, wo wir ja eben Ballen gepresst haben und mit dem Sammelwagen gearbeitet haben mit diesem. Und da gab es eben keine Probleme. Und bis dato hatte ich auch keine Probleme. Deswegen eben meine Frage, wie es sich bei euch verhält, ob ihr da auch schon festgestellt habt, dass es jetzt mit dem Einsammeln bzw. auch Abladen es Probleme gibt. Ich werde definitiv jetzt umsteigen müssen auf einen Autoload. Und dann muss ich mal schauen, wie es sich da verhält. So, jetzt hier werden wir jetzt den
Helfer mal losschicken. Ja, das passt so. Und dann gehen wir mal. So, das ist ja genau, das ist hier noch unser Abfahrer. Ich muss jetzt gerade mal gucken, der 147. Der 147. Nee, das ist der hier. 174, so ist richtig. 200 PS natürlich. Wie komme ich hier auf 147? 174 natürlich. Okay, mit dem geht's los. Da fahren wir jetzt zum Feld zum Abtanken. So, Anhänger ist dran. Okay, wie sieht's aus? Rechts, rechts und links ist frei. War es jedenfalls gerade noch? Ja, immer noch. Sehr schön. So, haben wir hier eine Rundumkennleuchte? Nein. Gut. Und da hören wir das Flugzeug wieder. So, und jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, nächsten Monat müsste eigentlich wieder Felder fällig sein, die wir dann ernten können, abernten können. Das machen wir dann gleich, wenn wir mit dem Valtra oben angekommen sind, am Feld Nummer 23. So. Sehr schön, da sind wir drüber und... Oh, unser Helfer, beziehungsweise, ja, unser Drescher hat einen vollen Korntank. Oh ja, er ist glücklicherweise auf der richtigen Seite. So, wir planen runter und drunter gefahren. Ja, wir müssen da unbedingt Fahrzeugpflege, Maschinenpflege machen. Also es sieht alles ein bisschen furchtbar aus. Ich schaue jetzt gerade mal in die Karte. So, wie sieht's denn aus? Okay, Erntezeitraum für Weizen und Raps. Raps haben wir, glaube ich, angesät. So, hierher. Zack, zack, zack. Ja, natürlich, Raps haben wir angesät. Und wenn wir jetzt mal schauen. Na, so, ja, ist dunkelgrün. Also müsste eigentlich nächsten Monat erntereif sein. Haben wir zwei Felder, die 4 und die 11 sind dann erntereif. Und theoretisch müsste eigentlich auch schon wieder auf der 2 das Gras soweit sein. Aber das schauen wir uns gleich mal an. Ja, wir können eigentlich hier die Folie bzw. die Plane offen lassen. So, dann fahren wir mal mit dem Kollegen schnell mal zu dem Feld hin. Schauen mal, wie weit es ist. So. Ob wir das schon wieder mähen können, ob das schon soweit ist. Und dann haben wir natürlich nämlich für den nächsten Monat wieder ein bisschen was zu tun. Jep, und dann müssen wir mal schauen, was wir hier auf dieses Feld hier draufpacken. Was für eine Frucht. Da müssen wir uns nochmal Gedanken machen. So, aber erst schauen wir erstmal nach dem Grasfeld. Ob das schon wieder so weit ist. Dim, 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 dim. Nö. Erntereif, aber das ist die, ja, ich sag mal, erste Wachstumsstufe. Nee, nee. Also nicht diesen Monat, aber nächsten Monat. Und nächsten Monat. Stopp, hier. Und nächsten Monat können wir noch nichts aussehen. Das wäre dann im August. Da haben wir die Option wieder auf Raps. Okay, gut. Ja, dann fahren wir mal hier hoch zum Wenden. Jo, und tendenziell denke ich, machen wir hier auf das Feld Raps. Kann auf jeden Fall nicht schaden. So, Stroh haben wir ja eigentlich genug und ein Feld ist ja meines Wissens hier Gerste oder Weizen und das werden wir ja auf jeden Fall noch abernten übernächsten Monat und haben dann auf jeden Fall auch genügend Stroh, denke ich, im Silo für unsere Kühe, die ja auch vor kurzem Nachwuchs bekommen haben.
Und da schauen wir mal ganz kurz nach, wie es denen geht, wenn wir gerade hier zufällig in der Gegend sind. So. Wupp. Okay. Zack, 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 zack. Okay. Jo, da passt alles soweit. 22.000 Liter Milch. Ja, Gülle haben wir ja ausgebracht auf unserem neuen Feld und die Produktivität sieht gut aus. Ja, und die Mischration passt auch. Also hier ist alles im grünen Bereich. So, den werden wir erstmal wieder ein bisschen unterstellen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir auf dem anderen Feld wieder sind. So. Okay, 71%. So, dann übernehmen wir das hier selber. Ne? Jetzt weiß ich gar nicht, welche Breite wir haben. 5,40 Meter oder irgend sowas. Also 4 Meter irgendwas zerquetscht wird es vermutlich nicht sein. Aber mal kurz reinschauen. Quatsch, hier wieder. So, was haben wir denn für ein Schneidwerk? Ah, genau, 5 Meter. Okay. So, die Bahn müssten wir eigentlich noch schaffen. Yep. Oder? Ja, die schaffen wir noch. Gut, dann kann er auf jeden Fall wenden. Wie? Wollte gerade sagen hier. So. Sehr schön. Dann bringen wir den hier schon mal in Position, weil der wird gleich sein Rohr ausfahren, unser Drescher. Ja, müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht doch noch ein Vorgewende fahren, weil der fährt hier ja doch immer ziemlich rein und raus und dann würde er sich auch leichter tun. So, dann fahren wir mal hier runter. Und kommt schon was? Jetzt. Okay, wunderbar. So, und dann schaue ich nochmal nach kurz. Nicht, dass wir wieder irgendwo falsch hinfahren. Ja, der Bauernmarkt. Und der Bauernmarkt, der war ja hier. Ja, genau. Passt. So, mal wieder ein bisschen in Position bringen für ein Thumbnail. So, Dille. Sehr schön, dann stellen wir den erstmal hierher. Motor aus. Und dann müssen wir uns mal Gedanken machen, wie wir hier eigentlich mit dem Salat umgehen, weil den müssen wir eigentlich auch mal irgendwie hier sortieren. Ich könnte den natürlich auch ein bisschen hier, ja, weil die Frage ist, da wird jetzt bestimmt einiges auch aufpoppen, habe ich so das Gefühl. So, Produktion. Der Salat, 501. Okay, ja gut, Wasser haben wir noch genügend drin. Also die Produktion läuft, genauso wie hier die Produktion läuft. Silage 113.000, da haben wir noch jede Menge. So, Stroh, jede Menge und das Heu. Und ja, das passt auf jeden Fall. Da haben wir noch genügend Material, ohne Probleme. Ja, wie gesagt, wann ist denn Salat überhaupt fällig? Wann können wir den Salat denn eigentlich zu Geld machen?
Dumm-di-dumm-di-dumm. Da unten ist der Salat. Ah ja, erst im Winter. Okay. Naja, okay. Dann ist das so. Dann ist das so. So. Bei 40%. Ja, manchmal würde ich mir hier natürlich an der Stelle schon ein etwas breiteres Schneidwerk wünschen. Wäre nicht verkehrt, aber das passt schon. Und wie gesagt, hier auf dieser Map, da wollen wir eher mit den kleineren Gerätschaften ja unterwegs sein und haben auch diese schönen kleinen Felder. Da denke ich, wird es auch nicht notwendig sein, dass wir Felder in irgendeiner Form zusammenlegen. Das werden wir hier nicht machen. So, jetzt habe ich ein bisschen wieder den Einstiegspunkt verpasst, weil ich wollte hier eigentlich noch mal ein bisschen Vorgewende fahren. Aber nicht, dass wir hier Fruchtzerstörung haben. So. Jep, dann fahren wir noch einmal hoch und runter. Und dann denke ich, kann er nämlich ohne großes Vorwärts-Rückwärts-Fahren hier besser wenden. Und dann geht es ein bisschen flotter. So. Na. Und ein bisschen einschlagen. So passt es wunderbar. Jetzt haben wir aber nichts stehen lassen, oder? Nein. So, dann werden wir den jetzt hier nochmal abtanken. Zack. Und zack. Und zack. Okay, der Motor ist an. Wir können loslegen. Die Plane wieder weg. Und dann können wir nämlich den einmal abtanken und dann bringen wir schon mal die erste Fuhre weg. Ja, hat ja auch schon wieder 80% hier. So. Okay. Sehr schön. Dann bringen wir den hier schon mal zum Bauernmarkt. So als kleines Highlight für diese Folge können wir hier noch mal ein bisschen was verkaufen oder beziehungsweise hier aus dem Auftrag schon mal wegbringen und nutzen hier wieder mal die schönen Fahrwege hier auf dieser Map. So. Ups. Oh je. Einmal kurz auf den anderen Bildschirm geschaut. So, links ist frei, rechts ist frei. So, hier links abbiegen. Und da geht's dann zu den Verkaufsstellen. Ups, ups. Ah! Ach du Schande. Ja toll, hupst du mich an oder was? Wer hat denn Vorfahrt gehabt? Boah, ich fasse es nicht. So, wir hatten ja gar nicht den Deckel drauf. So, hier geht's rechts rein zum Bauernmarkt. Wunderbar. Und dann werden wir hier das Material erstmal abliefern. Und ich darf mich recht herzlich bedanken mit einem Fast-Crash hier am Ende. Sonst müssen wir mal schauen, dass wir da oben nicht hängen bleiben. Mit einem Fast-Crash am Ende.
wo man uns die Vorfahrt genommen hat. Aber eindeutig darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit und hoffe, es war wieder mal eine kurzweilige Folge für euch. Ich bedanke mich für eure Zeit und sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal hier wieder bei mir auf dem Kanal.